Überwältigender Empfang für die Spieler des FC Bayern spät abends nach dem ersten Testspiel der Audi Summer Tour 2017. Trotz der unglücklichen Niederlage im Elfmeterschießen gegen den FC Arsenal kennt die Begeisterung für den FC Bayern in China keine Grenzen. Die Fans hier sind da wirklich Wahnsinn. Es ist schön zu sehen, wie die Unterstützung hier in China einfach ist. Und das versuchen wir natürlich dann auch so zurückzugeben. Mit der Leistung gegen den Londoner Großclub konnte der FC Bayern durchaus zufrieden sein. Nachdem Robert Lewandowski die Münchner in der 9. Minute in Führung gebracht hatte, gab es zahlreiche Chancen, die Partie frühzeitig zu entscheiden, sowie ein wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht gegebenes Tor von Neuzugang Koko Tolisso. Im Elfmeterschießen verlor der FC Bayern dann zwar den sogenannten Audi Football Summit Shanghai, doch als Teil der Sommervorbereitung erfüllte dieses Testspiel eindeutig seinen Zweck. Ja, ich denke, das war ein sehr, sehr guter Test. Ich denke, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, viele Chancen herausgearbeitet haben. Aber die Chancen müssen wir auch nutzen, dann gehen wir auch als Sieger vom Platz. Am Tag nach der Partie gegen Arsenal war für die Spieler Regeneration angesagt. Am Abend geht es zur traditionellen Audi Night. Der erste Teil der Audi Summer Tour 2017 durch China und Singapur ist damit abgeschlossen. Nächster Stopp, Shenzhen.